Wenn wir an Tansania denken, dann verbinden wir das Land mit Safaris. Wir denken an wilde Tiere, einen Jeep mit offenem Verdeck und an ein Zelt mit Lagerfeuer. Doch Safari heißt nichts anderes als Reisen. Und da hat Tansania noch ein anderes Highlight zu bieten, nämlich Sansibar. Von Arusha nach Sansibar sind es nur 2,5 Flugstunden. Unser Ziel ist das Dorf Yambiani an der Ostküste. Dort liegt das kleine Familienhotel Blue Oyster. Freunde haben uns das Hotel empfohlen. Es liegt direkt am weißen Sandstrand. Von den 13 Zimmern haben die meisten einen traumhaften Meerblick. Eine stetige Windbrise ersetzt die Klimaanlage. Kurzum, hier in Yambiani haben wir ein Stück Erde gefunden zum Träumen und Entspannen. Im Ort leben 5000 Menschen. Ein Drittel davon sind meist fröhliche Kinder. Wie überall spielen sie gerne. Am liebsten mit Autos. Die Großen haben es leichter. Ihre Leidenschaft ist das abendliche Fußballspiel. Schnell bricht dann die Dunkelheit in Sansibar herein. Morgens gehen die Männer im Dorf auf Fischfang. Der Fischfang ist für die Männer die primäre Einnahmequelle. Und wenn sie Glück haben, bringen die Männer nach ein paar Stunden eine reichliche Beute nach Hause. Doch das reicht trotzdem nicht aus, um den Lebensstandard zu verbessern. Eine große Chance sieht die Regierung im Tourismus. Die Insel soll zu einem Top-Tourismusplatz im Indischen Ozean ausgebaut werden. Und das findet schon im großen Umfang, vor allem im Norden der Insel, statt. Wir fahren auf die Westseite der Insel. Auf dem Weg zu einer Gewürzplantage zeigt sich ein Sansibar-Rotkopf Goeritsa aus dem Yosani-Nationalpark. Dank eines subtropischen Klimas und des guten Bodens bietet die Insel ideale Bedingungen für den Gewürzanbau. Das haben die Araber erkannt und so ist Sansibar zur Gewürzinsel geworden. Unser Spice Guide testet uns. Was ist das? Fragt er. Die Nasen der Mzungus sind ratlos. Curry. Das ist also Kurkuma. Der Safranersatz wird aus der Wurzel gewonnen und gibt dem Curry die gelbe Farbe. Kurkuma wird von den Tansaniern sehr geschätzt. Mit Kurkuma beruhigen tansanische Mütter ihre Babys, wenn der Bauch zwickt. Gurken auf Bäumen, oder was ist das? Es ist die Sternfrucht. Erfrischend sauer schmeckt sie. Dieser Baum ist ein wahrer Tausendsassa. Seine Rinde liefert den Zimt, die Blätter sorgen für den guten Duft. Und die Wurzeln liefern die Medizin bei Grippe und Husten. Gleich nebenan wächst die Schokolade auf dem Baum, was später so herrlich unseren Gaumen verzaubert. This is a queen of chocolate. Diese kleinen Bananen heißen Lady's Finger. Sie schmecken ebenfalls zauberhaft süß. There is a green but smaller, and we have red banana. And what's the difference in taste? And this more sweet.
and the red is more sweet. Aha, die this rote. Green is not sweet and a big one is not. Auch einen Lippenstift liefert die Natur kostenlos. And this is the use for ready curry, tandoori chicken, chicken masala, roti curry. In der Nachbarschaft steht ein riesiger Mangobaum. Leider sind die Früchte erst wieder im Juli reif. Es hat uns nichts gebissen, nichts gestochen und wir haben uns nicht geschnitten. Aber auch dafür hätte die Mutter Natur ein Mittel, einen Blutstiller. Der Zauber und die Magie der Gewürze stehen auch für eine Schattenseite von Sansibar. Die Spur führt uns in die Altstadt Sansibarstadt, nach Stone Town. Stone Town spiegelt die Zeit wider, als das Gebiet vom Sultan von Oman beherrscht wurde. Anstelle von Lehmhütten bauten die Omanis Steinhäuser, wie beispielsweise den Sultanspalast. Das war im 19. Jahrhundert. Später dominierten dann die Briten die Insel. Seit 1964 ist Sansibar zusammen mit Tanganyika zum Ostafrika-Staat Tansania vereint. Beim Spaziergang durch die vielen kleinen Gassen begegnet uns die Zeit von damals und heute. Swahili-Kultur ebenso wie arabische, persische, indische und europäische. Der Darayani-Markt ist der wichtigste Bazar in Sansibar. Er liegt im Zentrum von Stone Town, nahe der anglikanischen Kathedrale. Irgendwie geht es etwas chaotisch zu, aber es gibt dort alles. Der Markt wurde unter dem Sultan im Jahr 1904 erbaut. Es gibt dort Gemüse, Fleisch, Obst und natürlich Gewürze. Als David Livingstone Mitte des 19. Jahrhunderts nach Sansibar kam, packte ihn das Entsetzen. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um dem Sklavenhandel ein Ende zu machen. Nach 20 Jahren Kampf stimmte der Sultan endlich zu und verbot den Sklavenhandel. Wo heute die anglikanische Kirche steht, fand der Sklavenhandel statt. There was a tree. Und da war in diesem Ding war ein. And that tree was used as a whipping post. Oh, der, wo sie geschlagen wurden. It means that the slaves were tightly and whipped strongly in order to look how strong they were. In den Kellergebäuden nebenan sind die Räume erhalten, in denen die Sklaven eingepfercht wurden. Ja.
Wir sind ausgezogen mit Sehnsucht nach Neuem und Unbekanntem. Auf Sansibar haben wir vieles gefunden. Wir durften unter Palmen träumen, ungeahnte Düfte fremder Gewürze riechen und ein bisschen Tausend und eine Nacht erleben. Vieles hätten wir gerne ins Flugzeug gepackt, um es nach Hause mitzunehmen.